Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Star Wars Jedi Fallen Order. Klein Froschen Hals. Wir machen auch sofort weiter. Letztes Mal einen kleinen Miniboss besiegt, Planeten erkundet. Wir haben jetzt schon 65%. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu einem neuen Planeten. Wir haben jetzt zwei freigeschaltet. Und da sind meine kleinen Evolis. Ich finde die so süß. Hier unten konnte ich auch was machen, aber da brauche ich, glaube ich, neue Fähigkeiten für. Wir gehen erstmal zurück an Bord. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD-1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD-1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motorgewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sephon. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Ja, Datumir oder Sepho. Also, eins muss ich schon mal sagen, in den Holocron, das war die Originalstimme von Obi-Wan aus dem Film, feiere ich schon mal sehr. Jetzt können wir aber auch mit dem Terrarium interagieren, das machen wir gleich. Aber wie gesagt, mit dem Holocron, die Originalstimme mit Obi-Wan, das feiere ich schon so dermaßen. Ah, kriege ich direkt Entenpelle. Aber wir schauen uns mal das Terrarium an. Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ja, eine Pflanze haben wir ja schon mal. Die haben wir auch schon platziert, okay. Ich will mir eben die anderen Lichtschwertelemente angucken, die wir jetzt gefunden haben. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt danach weiter und fliegen nach, ich schätze mal Datumir. Sender Mut und Weisheit war das, ne? Okay, das sieht komisch aus.
Okay, da habe ich nur den. Das habe ich hier. Ah, das sieht irgendwie abgeranzt aus. Ich weiß nicht. Na, gefällt mir nicht. Ich bleib erstmal bei meinen alten. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Speichern tue ich jetzt nicht. Und wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, wir reisen jetzt erstmal nach Datomir. Wo einer meiner Lieblings-Siths herkommt. Wer es weiß, einfach in die Kommentare schreiben. Bin gespannt. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Ja, eigentlich sollten wir jetzt hier nach Seppo. Aber ich mache erstmal den Schub hier hin. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ja. Ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort ja, du bist leicht blass, ne? Einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen waren nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datomir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ja, der Sith Lord, der ist uns ja sehr bekannt. Setz dich hin, ja, ich setz mich mal. Und da sind wir auch schon. Oh, der Planet sieht schon geil aus. Ich bin doch immer vorsichtig. So. So, warum ich den Planeten so feiere und wer hierher kommt, ich bin ja gespannt, ob ihr es wusstet, aber die meisten Star Wars Fans wissen es ja. Uah. Okay. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Das ist ja hier der Geburtsort. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Okay, ist der Geburtsort meines Lieblings-Siths Darth Maul. Und die Mutter war ja selber eine der Schwestern der Nacht. Und, ja, der kam ja ursprünglich hierher. Deswegen bin ich gespannt, wie die uns gesonnen sind. Das Vieh zieht ab, ich werde aber mal dann auch hier einen Schub machen. Ah, er kann wieder was scannen. Sehr gut. Was? Hydratis. Wächst in trockenen Felsgebieten. Okay, scheint auch so eine Art Pflanze zu sein. Sieht aber trotzdem nicht gerade schön aus. Okay. Da kann ich hoch. Ich gehe erstmal hier rum. Da. Was bist du denn? Eine explodierende Spinne. So, dann wartet das Vieh. Fluchrückenspinne. Aha, kann Fernangriffe mit giftigen Speichel ausführen. Das klingt ja sehr appetitlich. Auf gut Deutsch, die Spinne kotzt mich an. Hä? Wo bist du denn? BD? Hä? BD1? Komm her, BD1. Ach da. Was hat er denn gefunden? Hätte ich ja lange suchen können. Bestattungskapseln. Also wenn man hier drin bestattet wird, ja, sehr lecker. Okay, da kann ich hoch. Ich will trotzdem erstmal hier rum weitergehen.
Okay, da kann ich nur einen Wallrun machen. Dann gehe ich doch andersrum. Ich bin ja eh eigentlich nur aus einem Grund hier. Den werdet ihr später sehen. Hallo. Aua. Aua. Hier. Alter, Kacke. Zum Glück habe ich meine große Fliegenklatsche dabei. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö. Okay, dann kann ich ja... Obwohl. Nö, Fehlanzeige. Kann ich doch wieder hier runter. Oh, die können mir mit einem Jumpen-Angriff snacken. Hat er mich schon gesehen? Scheint ein bisschen aggro zu sein, der Boy. Anscheinend muss ich da lang. Da gibt es so eine Bestattungsblase. Muss ich da lang? Moment, da war was. Ach nee, toll, jetzt muss ich wieder außen rum rennen. Weil ich habe jetzt noch keinen Bock gegen das Vieh zu kämpfen. Weil ich schätze mal, das macht mich mit ein, zwei Schlägen, macht mich dazu brei. So wie das die Vieh aussah. Naja. Oh, ich bin schon wieder hier. Au. Ach, guck mal. Eine Kiste. Aber die nehme ich gern. Oh, na gut. Hast du was gefunden, BD1? Skin erhalten. Oh, ein Skin für BD. Mhm, der BVB-Look. Das scheinen noch die Dinger so sein hier von den, ja, da wo Premium drin steht, das sind die von den Codes, die ich noch erhalten habe. Aber den nehmen wir mal, der passt zum Planeten. Und wieder rüber. Okay, das kann ich, Moment. Darüber, ah, I see. Nicht so rum. Was? Na, komm mal hier vorne hin. Ein bisschen noch hier vorne pullen. Alter, geh weg. Einmal heilen. Heil. Du mir mal? Danke. Da haben wir schon wieder den Giftspeichel. Aua. Ich sehe sie nicht. Wo ist er? Das sind so hart widerlich. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Shortcut. Finde ich gut. Abkürzung freigeschaltet. Hm? Was hast denn du entdeckt? Oh. Unheilvolle Statue. Keine Daten gefunden. Außerdem verheißt nichts Gutes. Sehr gut. Okay. Klingt ja schon mal nicht gerade einladend. Und da haben wir auch noch einen Weg. Da haben wir einen Weg. Und da haben wir einen Weg. Also uns stehen noch einige Wege offen. Ah, der Weg ist... Ah, der Weg ist wahrscheinlich... Der führt wieder hier... ja, sieht man. Der führt zu Mantis. Dann gehe ich erstmal hier den Weg.
ja einladend aus. Oh. Die Sepho waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst deine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Okay, die werden gebufft. Alter, die sehen ja geil aus. Die sehen aus wie Lord Maul. Komm zurück. Er zittert vor Angst. Tue ich gar nicht. Verliert ihn nicht aus den Augen. Aua. Den habe ich pariert. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Bin dabei. Na, das lief ja gut. Puh. Ach ja, kann ich den noch scannen? Yes. Brüder der Nacht. Brüder der Nacht, Krieger. Geschickt und flink. Ja, die sehen ja schon aus wie ein Darth Maul. Nur in Gelb. Okay. Interessant. Alter, Darth Maul war für mich eh so aus der Kindheit einer... Oh, so. Warst ein Kind. Hast da was Episode 1 gesehen. Ich dachte, jetzt fliege ich runter. Und den habe ich gefeiert. Ich weiß nicht wieso. Das war so ein... Der hat echt einen geprägt. Ja, wir ruhen uns mal aus. Mal unsere Stims wieder auffüllen. Und wir haben jetzt 4 Punkte. Gucken wir mal in Fähigkeitenbaum nach. Was wir jetzt maskeln. Kals maximal. Ah, das finde ich gut. Mehr Leben. Mehr Leben ist immer gut. Was haben wir jetzt hier? Sprintattacke. Machtabstimmung, Kell macht, wird erhöht. Ja, kann ich auch mal machen. Das finde ich auch gut. Überragendes Blocken. Ja, das können wir auch mal machen. Blockausdauer erhöht. Nice. Und das nächste wäre dann hier, das braucht 2 Fähigkeitspunkte. Sprint. Verbessertes Verlangsamen. Ach komm, wir sparen erstmal wieder. Würde ich mal so sagen. Okay, hier scheine ich ja schon mal richtig zu sein. Oh, hi. Unter uns, Brüder. Ich hab dich verstanden. Ja komm, schlag zu. Das war der falsche Move. Hallo? Ah. Ach, die schießen. Wow. Der Jedi blutet. Ich sehe die Schüsse nicht kommen. Moment. Ich mach mal den hier, ne? Wenn nichts dagegen habt. Zum Glück schießt ihr daneben. Jetzt kommen die zwar wieder, aber egal. Ich habe jetzt keinen Bock, an denen zu verrecken. Alter, ist das mies. Eindringling, da unten. Aber ich frage mich, warum der gerade hier so grazil von uns abgelassen hat. Ich werde deine Abwehr brechen und dann dich.
Und tschüss. Halt! Komm her! Nö. So, jetzt zu euch. Der macht gar nichts, finde ich gut. Noch mehr nach, Brüder. Wow. Okay, lieber. Hallo. Nein, das machst du nicht. Oh toll, jetzt kann ich dir nichts gönnen. Menno. Naja, gehen wir erstmal weiter. Alles klar. Hallo. Eindringling! Hast mich geblockt? Pariert. Da, gar nicht schlecht. Oh. Scheiße. So langsam geht das mit dem Parieren raus. Finde ich gut. Die sieht ja... Was? Hallo? Ich werde dich zur Strecke bringen! Ja, dann komm her. Wenn du mich zur Strecke bringen willst. Wow. Seh nix. Ich weiß nicht, ob das ein Parry war. Okay. Das sah geil aus. Oh, finde ich gut. Können wir weitermachen. Nicht, dass jetzt noch so ein angeschissen kommt. Hallo? Oh. Schießt du nochmal? Ah, falscher Schuss. Alter, er hat noch getroffen. Drecksack. Na komm, schieß. Da hat er Bums gemacht und nun ist er. Kann ich hier was scannen? Nö. Da steht doch schon wieder einer. Hallo. Eindringling! Wie kommst du denn darauf? Wow. Schluss mit der Verzögerungstaktik. Deine Schläge sind schwach. Ja, ich muss mich mal heilen, ne? Ich brauche einen. Da hat er Bums gemacht und nun ist er. Hä? Wer redet denn hier? Ist da noch einer? Nö. Aber eine Kiste. Oh, na gut. Also, was war drin? Mentes-Lackierung. Rennfahrer. Oh ne. Oh, das kann man sich geben. Sieht so aus wie so eine Chromlackierung. Ja, schieß. Schieß doch. Na? Aber nicht den. Satz mit X, das war wohl nix. Und da tropft wieder alles von der Decke. Also wieder schöner Planet ist das hier echt nicht. Ah, jetzt kann ich die scannen. Was haben wir denn hier? Brüder der Nacht Bogenschütze. Ah, die kommen Lord Maul schon etwas näher. Welche nicht blockbar ausgefällt, Projektile, ja.
Danke, nicht blockbar. Das sind diese Superschüsse. Ich hätte gerne mal wieder einen Save Point. So, minimal. So, den haben wir. Und das Insekt haben wir auch. Und eine Kiste. Kiste hat Vorrang. Oh, na gut. Was haben wir gefunden? Neues Lichtschwertmaterial, Magnus. Nehme ich. Okay. Da haben wir doch schon mal einen Shortcut, oder? Ja, Shortcut. Ich dachte, da steht eine Kiste. Und da steht jemand in einer schwarzen Robe. Palpatine, bist du's? Ach komm, wir reden erstmal mit dem Kerl, würde ich sagen. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Okay, hier ist für mich eh erstmal Sendepause. Fremde. Ja. Rede. Fremde. Ja. Kapitel 2. Kann ich nochmal mit ihr reden? Ah, ich kann nochmal mit ihnen interagieren. Aber machen wir das doch mal. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Also, wenn der kein böser Bub ist, weiß ich auch nicht. Da geht's lang. Okay, hier ist nix. Ja, so hoch komme ich nicht. Nee. Ja, weil. Ja. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, hier können wir nochmal. Ach, hier können wir auch interagieren. Okay. Klinglichtschwert. Alter, geil. Blocken kann nicht erfolgreiche Anwendungen, um weitere Bolzen auf Gegner rausziehen. Okay. Okay. Doppelklinglichtschwert. Ah, ich bleib aber erstmal bei ein. Aber das ist geil. Aber ich bleib trotzdem erstmal bei ein. Haha, ist das geil. Aua. Scheiße, zu spät gesehen. Stirb! Na
eigentlich schon wieder einer. Behalte doch einen giftigen Speichel. Alter. Ihr seid so wieder hart widerlich, ey. Ah. Ich weiß nicht, wie man die blocken soll. Ich brauche aber eine Heilung, sonst bin ich gleich down. Ah, da kann man hoch. Na, und da leuchtet doch was. Lebensessenz. Energie aus der Ruine? Versuchung. Jemand kam auf die Ruine zu und ich fühlte eine Anziehung einer dunklen alten Energie. Die dunkle Seite der Macht. Welcome to the dark side. We have the cookies. Ja, das scheint hier nichts gewesen zu sein. Aber das mit dem Doppellichtschwert ist geil. Oh, ich werde noch richtig Spaß haben. Ich weiß das jetzt auch noch. An diesen Seil können wir nicht lang. Das hatten wir im Stream. Da breche ich mir höchstens alle Knochen. Ja, und da hier erstmal. Bin ich gerade. Okay, ich bin im Boden versunken. Hier nicht weiter können wir auch erstmal zurückgehen. Weil ich bin hier eigentlich nur lang gegangen, weil ich dieses Lichtschwert haben wollte. So. Da können wir uns noch die anderen Wege erkunden, die wir jetzt noch offen haben. Raste ich einmal hier. Mit den Kämpfen will ich jetzt nicht, zumindest die jetzt hier auf der Seite sind. Einmal ausruhen. Wir haben schon wieder zwei Fähigkeitspunkte. Was ist denn da los? Okay, einen hatten wir noch. Okay, das war so früh losgelassen. Das war Kacke meinerseits. Jetzt muss ich nur gerade schwingen. Ja, 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 ich weiß, ihr seid pisst und ich bin weg. Kommt die hinterher? Ah, ja. Er zittert vor Angst. Bringt das zu Ende. Deine Niederlage ist sicher. Ich kann dich besiegen. Okay, du hast keinen Bock mehr, oder was? Hallo? Du da? Da hat er wohl keinen Bock mehr. Mal gucken, wo kann ich denn jetzt noch lang? Da. Und das ist dann auch... Ach, da unten kann... Das sind auch noch zwei Wege. Aber da muss ich doch garantiert gegen das dicke Vieh kämpfen, oder? Oh. Oha. Nein, nein, nein. Okay, das lief gut. Da ist noch einer. Aber der eine... Ich frage mich, warum der eine gerade einfach weggegangen ist. Aus dem Kampf. Ist ja nicht so, dass es mich stören würde, aber... Okay, jetzt kann ich hier die Abkürzung nehmen. Wow! Ey! Und tschüss! Ich muss mal hier weg, ne? Kommt der daher? Nee. Alter! Kuscheln wollte ich mit dir nicht! Okay, die beprügeln sich gegenseitig, aber hier kann ich lang. Das glänzt ja richtig. Obwohl hier keine Sonne ist. Oh jo. Ach, hier kann ich rum, okay. Wo komme ich denn jetzt hier aus? Okay.
Okay, dann kann ich jetzt nur noch hier das nehmen, den Shortcut zum Mantis. Na, dann machen wir das doch einfach mal. Hopp, bin wieder da. So, und dann können wir auch eigentlich direkt weiterreisen. Weil hier haben wir jetzt erstmal nichts mehr. Laut Karte haben wir jetzt hier auch nichts mehr. Der Weg ist verschlossen. Und der andere Weg, wo ich hin wollte, der ist dicht. Wir haben ein Doppelklinglichtschwert. Das ist doch schon mal Lohn genug. So, dann einmal eine Reise weiter. Ja, das nächste Ziel ist mir großzügig markiert. Auf nach Sepho. Sind unterwegs nach Sepho. Sicher schwer mit anzusehen, wie die Freunde abgeknallt werden. Ich meine, sie wissen schon, ausgelöscht oder so. Was denn? Hilft doch drüber zu reden, oder? Oder nicht? Ja, nö. Es war schwer. Aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Klingt das, wären Sie nicht sicher, dass alles funktionieren wird? Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee, wir müssen bereit für Veränderungen sein. Also ich bin immer bereit für was Neues. Wächst deine Pflanze überhaupt schon? Die wir hier eingesammelt haben? Nö. So, kann ich jetzt hier... Setz dich, Junge, ich kann Platz nehmen. Ja, mach ich. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Mich vergesse das so sehr. Vor allem die Konversation. Okay, festhalten, festhalten, festhalten! Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Alles klar. Dann werde ich mich mal auf die Reise begeben. Hier drüben. Ja? Wo? Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Ja, Glück werde ich gebrauchen. So. Ich habe ja schon mal ein Ziel. Das will ich mir schon mal anpeilen. Weil hier gibt es ja mehrere Wege. Hier haben wir zwei. Ich gehe erstmal den ganz links. So. Und guck mal, da liegt ja schon ein Sturmtruppler. Der gerade gesnackt wird. Ja, yummy. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Aua. Die sehen unfreundlich aus. Wie kommst du denn darauf? Ey, ich wollte jetzt gern. Ach, geht noch. Skars. Nee, nicht. Wollte ich schon sagen. Verfügt über zwei Angriffe. Beißt. Aha, aha. Und. Das sieht aus, ich glaube, das ist einfach eine mutierte Ratte mit überdimensionalen Zähnen.
Sturmtruppler. Können in größter Zahl sehr effizient sein. Ja, ein Lichtschwert wirft Schüsse von ihnen zurück. Das haben wir ja schon anstatt des Let's Plays gesehen. Imperium, Sie haben Zeppo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Bah. Okay, das war wohl der Unblockbare. Okay. Haben wir? So. Weg mit dem Gemüse. Ja, hier geht's rum. Kann ich da rum? Nee, ich muss nachher unten rum. Aber gehe ich erstmal hier. Bah. Und hier weiß ich noch, ist mir die PlayStation im Stream ausgefallen, beziehungsweise das Spiel ist abgestürzt. Fand ich natürlich sehr berauschend. Konnte ich den ganzen Käse nochmal machen. So, da haben wir aber erstmal was. Ein Echo. Mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Also. Sie waren auf der Flucht. Versteckt. Sie versuchten vor irgendwas zu entkommen. Jetzt ist nur die Frage, vor was wollten sie entkommen? Okay, da kann ich rüber. Wäre schön, wenn ich was sehen könnte. Aber ich sehe da schon was, eine goldene Kiste. Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil du es auch bist. Ich finde das so süß. Na, jetzt haben wir erstmal wieder mehr Heilung. Aber ich finde, feier auch die Lichtschwert-Animation. Ich habe ja schon damals deswegen auf Force Unleashed gern gespielt. Ich glaube, Force Unleashed 1 habe ich sogar Let's Play. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Hier rüber? Kann ich da mich festhalten? Na, ich will es erstmal nicht riskieren. Ja. Selben Weg zurück, den wir gekommen sind. Und dann würde ich erstmal sagen, gehe ich erstmal zur Mantis. Und werde mir da den Save Point gönnen. Weil ich sehe, wir sind ja fast schon am Ende unserer Zeit. Aber dafür haben wir heute wieder viel geschafft. Ich meine, wir haben ein geiles Schwert. Neues. Wir haben Datumi erkundet und sind jetzt auf Zepho. Und nächstes Mal machen wir dann hier weiter. Aber wie gesagt, das der einzige Savepoint, den wir erstmal haben, ist halt hier auf der Mantis. Und den würde ich mir jetzt trotzdem nochmal gönnen. Weil, naja, ich bin ein bisschen vorsichtig, was bei der PlayStation ist. Weil sie ist mir innerhalb des ersten Streams in den ersten 7 Stunden, wo ich das gestreamt habe, wo es rauskam, haben wir 2 Abstürze gehabt. Und ich musste viel wiederholen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber wir speichern erstmal, ruhen uns aus, haben 3 Fähigkeitspunkte. Und ich würde erstmal sagen, hier machen wir auch das nächste Mal weiter. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.